Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen schönen guten Abend. Für den Samstagsport ist Katja Stresow mit mir im Studio. Ja, einen schönen guten Abend. Dann verschaffen wir uns jetzt gemeinsam einen Überblick. Klarheit für die Beschäftigten. Galeria Karstadt Kaufhof schließt 16 Filialen. Parteitag der Liberalen. FDP-Chef Lindner fordert eine Wirtschaftswende für Deutschland. Und zurück auf dem Thron. Die Eisbären Berlin werden zum 10. Mal deutscher Eishockeymeister. Zwischen Hoffen und Bangen. Leider schon ein lange vertrautes Gefühl für tausende Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof. Nach der gestrigen Ankündigung der insolventen Warenhauskette haben viele nun Gewissheit. Insgesamt hat Galeria noch 92 Filialen in Deutschland. Davon müssen jetzt 16 schließen. Betroffen ist etwa einer von zwei Standorten in Regensburg, aber auch die einzigen Galeriehäuser in Mainz, Chemnitz und Oldenburg. In Berlin machen sogar gleich drei Filialen dicht. Und dort beginnt der Bericht von Peter Böhmer. Karstadt in Berlin-Tempelhof. Ein Kaufhaus, fast wie gemalt, aber es soll geschlossen werden. Heute die Bekanntgabe. Am Montag machen sie erst wieder auf. Die Belegschaft geschockt, die Kunden enttäuscht. Es stimmt mich mit Traurigkeit, dass das einfach so von heute auf morgen geschlossen wird. Das ist ein guter Standort eigentlich. Es ist ein zentraler Punkt in Tempelhof. Andere Stadt, andere Stimmung. In Dortmund Erleichterung für die 250 Mitarbeiter. Ihr Haus bleibt erhalten. Die Leute haben sich gefreut, ein paar haben geklatscht. Man hat mal ein paar gesehen, dass die Anspannung der letzten Tage auch abfällt. Nein, das war natürlich eine schöne Verkündigung. Aber für viele eben nicht. Von den 12.800 Beschäftigten sollen 1.400 ihren Job verlieren. Bei den Verhandlungen zuletzt war es wohl vor allem um die Miethöhen gegangen. Der Insolvenzverwalter teilt heute mit: Dort, wo uns mit den Vermietern ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis nicht zu erzielen war, können die betroffenen Häuser nicht fortgeführt werden. Für die Gewerkschaft ist diese Entscheidung falsch. Es ist ein Drama, es geht wieder auf Kosten der Beschäftigten. Und die haben eigentlich ihren Part die letzten Jahre mit weniger Gehalt, als der Flächentarifvertrag es eigentlich zulässt, haben sie ihren Part dazu gegeben. Mitte April wurde bekannt, dass ein Konsortium aus einer US-Investmentgesellschaft und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz den Galeria-Konzern übernehmen wird. Ob das Konzept Kaufhaus in Innenstädten aber eine Zukunft hat, daran haben Experten Zweifel. Alles steht und fällt mit dem Umsatz und der ist immer nur zurückgegangen. Das Wettbewerbsumfeld wird auch nicht besser. Wir haben ja mittlerweile Plattformen, die einen regelrechten Handelskrieg führen, wie Temu beispielsweise aus China. Es wird nicht leichter für Galeria. Drei Insolvenzen in nur 3,5 Jahren und wieder mal unklare Perspektive. In circa 6 Wochen findet die Europawahl statt. Darum heute Startschuss zum Wahlkampfauftakt für mehrere Bundestagsparteien. Zunächst zur FDP, die gebeutelt von schlechten Zustimmungswerten und sehr zum Ärger der Ampelpartner ihr Heil in der Flucht nach vorn sieht. Zuletzt mit einem 12-Punkte-Papier für eine sogenannte Wirtschaftswende, die Einsparungen im Sozialstaat vorsieht. Dazu und wie sich die Liberalen für Europa rüsten, Frank Buchwald. Es geht um die Wirtschaft. Lindners Botschaft ist klar, nur wirtschaftliche Stärke sichere Deutschlands Einfluss in der Welt. Seine Losung von der Wirtschaftswende bestimmt die Rede des FDP-Chefs. Wenn wir in unserem internationalen Engagement nur auf die Kraft des moralisch erhobenen Zeigefingers bauen, wird niemand beeindruckt sein. Unsere Stärke ist der geopolitische Faktor dieses Landes. Sätze wie dieser begeistern die Delegierten. In der Partei aber wächst der Frust in der Ampelkoalition. Erwartungen. Wir haben jetzt Vorschläge für eine Wirtschaftswende gemacht. Und wir haben ja in diesem Jahr noch einen Haushalt vor uns. Und es kann natürlich nur einen Haushalt geben, wenn wir auch eine Wirtschaftswende hinbekommen. Scharfe Angriffe gegen die Koalitionspartner jedoch verkneifen sich die Liberalen. Viel Hoffnung ruht nun auf der Europawahl. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie gibt sich kämpferisch. Frau von der Leyen stellt sich nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Sie reist nicht durchs Land. Politik muss aber bürgernah sein. Sie muss marktwirtschaftlich denkend sein. Und das ist nicht immer gemütlich. Das sollte uns aber in keiner Form abhalten.
Die Europawahl als Lackmustest, noch aber kämpft die FDP vor allem gegen schlechte Umfragewerte. Und die wollen wir aufgreifen und fragen nach bei Ralf Schumacher beim FDP-Parteitag in Berlin dabei. Ralf, also die Liberalen, die können sich bessere Umfragewerte vorstellen. Zu wie viel Unruhe führt das denn? Ja, es grummelt in der Partei. Der Ärger ist groß über die Bilanz der Ampel und es wächst vor allem Angst vor einem abermaligen Scheitern bei der nächsten Bundestagswahl. Seit Ampelstart ist die FDP aus 4 Landesparlamenten geflogen und die Aussicht auf Erfolge bei der Europawahl und den Herbstwahlen in Ostdeutschland ist eher düster. Ihrem Parteichef kreidet das hier allerdings kaum einer an, zumindest nicht öffentlich. Christian Lindner sitzt trotz Stimmungstief fest im Sattel. Aber der erhöht den Druck. Der Wirtschaftswendeplan enthält Kampfansagen an die Ampelpartner. Soli weg, Rente mit 63 weg, Förderstopp für Windräder und Solar, Profilschärfung in der Krise als Wirtschaftspartei. Das soll die Wende bringen für die FDP. Was sie davon am Ende durchsetzen kann und was das dann für die Koalition heißt, völlig offen. Ralf Schumacher war das für uns live aus Berlin. Vielen Dank. Als Antwort auf die FDP-Vorschläge machte Kanzler Scholz beim Treffen der Sozialdemokraten in Hamburg deutlich, dass es mit ihm keine Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 geben werde. Aber natürlich ging es heute, wie auch beim Treffen der CSU in München, vor allem um Rückenwind für die Spitzenkandidaten vor der Europawahl. Ralf Zimmermann von Sievert berichtet. Der Regierungschef und die europäische Spitzenkandidatin. Die Sozialdemokraten eröffneten ihren Wahlkampf im rot-grün regierten Hamburg. Europa als traditionelles SPD-Herzensprojekt bringt den Kanzler in den Kampfmodus. Eins muss man über dieses Europa sagen. Wir brauchen es als Deutsche. Wir brauchen es in diesem Land, wenn wir sorgen wollen, dass Demokratie, Rechtsstaat, Staat und Wohlstand für uns eine Rolle spielen. Dann müssen wir das gemeinsam machen in der Europäischen Union. Europa ist die wichtigste Aufgabe für unser Land. In München stimmte sich die CSU auf den Europawahlkampf ein. Parteichef Söder teilte vor allem gegen die Ampel und insbesondere gegen die Grünen aus. Europa sei nicht mehr nur Zukunft, sondern alltägliche Realität, insbesondere auch im globalen Sicherheitskontext, so der Spitzenkandidat der Christsozialen. Es bringt uns was, der Binnenmarkt, der Euro, die offenen Grenzen. Es hat Vorteile, wenn wir da drin sind. Und ich sage euch, wir werden Europa lernen müssen, anders zu denken. Nicht funktional, dass wir davon profitieren, sondern Europa wird für uns als Schicksalsgemeinschaft zu sehen sein. Weltoffenheit als roter Faden der sozialdemokratischen Botschaft, die europäische SPD-Spitzenfrau mit Werten verknüpft, die keinen Platz lassen sollen für Feinde der Demokratie. Die stärksten Stimmen sind nicht immer die lautesten. Es sind nicht immer die Schreihälse, es sind nicht immer die Schrillen, sondern es sind die Beharrlichen, es sind die Bestimmten, es sind die Verlässlichen. Die Europawahl als Abstimmung gegen Rechtsaußen. Darin in der Tat glichen sich der Wahlkampfauftakt von CSU und SPD heute. Der Europawahlkampf der AfD wird seit Tagen von Spionage- und Bestechungsvorwürfen überschattet. Im Fokus stehen die Spitzenkandidaten Büstron und Krah. Letzterer fehlte genau deswegen beim Parteitreffen im baden-württembergischen Donaueschingen. Gegenwind auch vor der Veranstaltung. Karl Hinterleitner dazu. Es ist ein Wahlkampfauftakt unter Protest, als die AfD heute Nachmittag in Donaueschingen zusammenkommt. Für die Stadt sind sie ungebetene Gäste. Wir sind ja hier Hausherr in der Halle. Wir konnten es leider nicht verhindern, dass Sie bei uns sind. Sie sind zwar da, aber nicht willkommen. Und das möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen. Der AfD selbst ist ihr eigener Spitzenkandidat nicht willkommen. Maximilian Krah fehlt in Donaueschingen. Nachdem sein Mitarbeiter unter Spionageverdacht steht und festgenommen wurde, ist Krah raus aus dem Wahlkampf. Die AfD-Spitze sieht darin offenbar kein Problem. Der Parteivorsitzende dankt Krah ausdrücklich. Die Vorwürfe seien eine Kampagne gegen die AfD. Mittlerweile ist es ja wirklich abenteuerlich, mit welchen Mitteln hier auch unsere Partei zersetzt werden soll, wie man unsere Partei beschädigen will, vor allen Dingen, wie man Unruhe stiften will, Misstrauen. Und ich denke, genau dem müssen wir widerstehen. Wir werden dem widerstehen. Wir werden mit genauso kühlem Kopf weiterverfahren. Und am Ende gehen wir aus dieser Geschichte gestärkt hervor.
Bei den Parteimitgliedern ist die Meinung zu den Vorwürfen um Maximilian Krah geteilt. Also er wurde demokratisch gewählt, die Basis hat entschieden und das ist und bleibt unser Spitzenkandidat. Wir sind eine Partei, die sich für Deutschland einsetzt und es kann nicht sein, dass das Vertreter unserer Partei oder ihre Mitarbeiter eben in den Diensten anderer Staaten stehen. Trotzdem gehe man mit Zuversicht in den Wahlkampf, so die Parteiführung. Ob diese berechtigt ist, wird sich in 6 Wochen zeigen. Russland setzt seinen blutigen Angriffskrieg in der Ukraine mit aller Härte fort. Bei Angriffen in der Nacht hatte Russland, wie schon so oft, die Energieinfrastruktur im Visier. 4 Heizkraftwerke wurden schwer beschädigt. In der Stadt Kharkiv wurde auch ein Krankenhaus getroffen. Eine 53-Jährige wurde verletzt. Präsident Selenskyj appellierte erneut an den Westen, schnell mehr Luftverteidigungssysteme zu liefern. Im Iran nehmen die Sittenwächter wieder verstärkt Mädchen und Frauen ins Visier wegen Verstößen gegen die Kopftuchpflicht. Gegen diese Vorschrift haben seit September 2022 viele Frauen protestiert. Auslöser der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen eines schlecht sitzenden Kopftuches festgenommen worden war. Die Protestwelle breitete sich über Teheran in die ganze Welt aus. Über die aktuelle Situation der Frauen im Iran, Anna Feist. Verzweifelte Schreie um Hilfe. Handyaufnahmen der vergangenen 2 Wochen aus dem Iran. Nie zuvor seien so viele weiße Vans der Sittenpolizei in der Innenstadt Teherans zu sehen gewesen. Im Inneren der Autos sollen Frauen, die sich der iranischen Kleiderordnung widersetzen, etwa kein Kopftuch tragen, geschlagen oder auf andere Weise gezüchtigt werden. Das passiert direkt vor deinen Augen. Aber niemand kann eingreifen, weil sie so brutal sind. Noch nicht einmal im eigenen Auto können Frauen sich sicher fühlen, wenn sie gegen das Kopftuchgebot verstoßen. Diese Frau fürchtet Konsequenzen, wenn sie sich offen zeigt. Sie bekam mehrere Warnungen von der Polizei. Sollte sie weiter ohne Hijab Auto fahren, dann werde man ihr Auto konfiszieren. Ich hatte fortan immer Angst, dass mich die Polizei auf der Straße im Auto erwischen könnte. Bald darauf steht die Frau im Feierabendverkehr, ein Stau, der nicht enden will. Dann bemerkt sie den Grund. Die Polizisten kontrollierten jedes einzelne Auto mitten im Verkehr. Es war kein Entkommen. Die Polizisten stoppen sie, konfiszieren ihr Auto und erlassen eine Geldstrafe gegen sie. Das ist kein Einzelfall, sondern passiert täglich, tausendfach. Noch ist es die Ruhe vor dem Sturm, aber unser Hass wird immer größer. Vor 1,5 Jahren begannen die Proteste für die Freiheit der Frauen im Iran. Nun geht die Sittenpolizei härter vor denn je und inszeniert das sogar als Werbevideo mit Popmusik. Mehrere Tornados sind über den mittleren Westen der USA hinweggezogen. Vor allem traf es die Bundesstaaten Iowa und Nebraska. Dort haben die Tornados schwere Schäden angerichtet. Einer der heftigsten zog von ländlichen Gebieten in die Vorstädte von Omaha. Ganze Häuserblocks wurden zerstört. Laut Polizei wurden jedoch nur wenige Menschen verletzt. Diese überdimensionale Zigarette hat sich gerade ein Schornstein des UNESCO-Weltkulturerbes Völklinger Hütte verwandelt. Die Zigarette erinnere daran, dass es immer noch viele qualmende Schlote auf der Welt gebe und es sei das perfekte Bild, um auf den Klimawandel hinzuweisen, so die Organisatoren der Urban Art Biennale. Mehr zu Europas größter Schau für urbane Kunst von Beatrice Steinicke. Die Zigarette ist aus. Statt Abgase saubere Luft. Das ehemalige Eisenhüttenwerk steht exemplarisch für die Industrialisierung mit fossilen Brennstoffen. Diese Erdölpumpe knickt ein, wenn nicht genügend Solarenergie sie aufbläst. Das ist der Moment, der Kollaps des fossilen Kapitalismus und der ganzen Menschheit, wenn wir unser alltägliches Verhalten nicht ändern. Eines von 150 Werken im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, überwiegend inspiriert von urbaner Architektur und vom Leben in der Stadt. Zum Wohle des Klimas endet die Zeit des Einwegartikels. Plastik als Luxus. Et l'œuvre en fait
Das Werk wird zu einer Ikone, weil die Plastiktüte verschwindet und man einfach keine Plastiktüte mehr haben kann. Es ist ein Gegenstand, der immer mehr verboten wird. Auch die Cocktailpalmen in Übergröße sind nicht nur bunt und schön. Weil wir nicht wissen, wann hier vielleicht in der Völklinger Hütte tatsächlich wirklich Palmen wachsen, weil wir eben das Thema des Klimawandels haben. So ist eigentlich selbst das, was erstmal sehr spielerisch daherkommt, hier bei uns in der Hütte immer auch ein Denkmal. Das offene Areal lässt schon erste Blicke auf die Urban Art Biennale zu. Das hat was richtig Spannendes. Es reibt aneinander, aber kommt gut. Das ist einfach sehr beeindruckend, ne? Wie früher hier gearbeitet wurde und wie es jetzt in Kunst umgewandelt wird. Morgen ist die Eröffnung. Bis zuletzt arbeiten viele Künstlerinnen und Künstler an ihren Werken zwischen Rost und Staub des vergangenen Jahrhunderts. Zum 60. Mal sind die Grimme-Preise verliehen worden. Fast alle Auszeichnungen gingen an Produktionen öffentlich-rechtlicher Sender. Unter anderem geehrt das Ukraine-Kriegstagebuch einer Kinderärztin von RBB und Arte, der ZDF-Spielfilm Tamara über die Nachwendegeneration und die Dreisatzshow Bosetti Late Night. Ein Sonderpreis gab es vom Deutschen Volkshochschulverband für das Team von Heute in Europa für eine kontinuierlich exzellente Aufbereitung europäischer Themen. Exzellent feiern können bestimmt auch die Eisbären in Berlin, Katja. Aber hallo, und das zu Recht. Gestern Abend haben sie im 5. Playoff-Spiel gegen die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven wieder gewonnen, dieses Mal 2:0, und sind damit zum 10. Mal in der Geschichte deutscher Eishockeymeister. Ein Doppeldecker brachte am Vormittag glückliche Eisbären zur spontanen Feier mit den Fans. Gestern Abend war den Berlinern mit dem 2:0 in Bremerhaven der entscheidende Sieg zum 4:1 in der Finalserie gelungen. Dabei wurde Berlins Leo Pföderl mit insgesamt 3 Toren und 8 Vorlagen zum besten Akteur der 5 Finalspiele gekürt. Für die Fishtown Penguins, die noch die Hauptrunde gewonnen hatten, blieb nur die traurige Rolle des zweitbesten Teams. Während die Eisbären heute schon einmal üben konnten für die große Meisterparty am 1. Mai. Eishockey ist heute großes Thema im aktuellen Sportstudio wegen der Eisbären und weil der Bundestrainer 2 Wochen vor WM-Beginn da ist. Harald Kreis, die Sendung zu sehen ab 22.30 Uhr online first und ab 23 Uhr im TV. Dann natürlich auch mit den wichtigsten Bildern und Stimmen der Fußball-Bundesliga. Die Ergebnisse vom 31. Spieltag, die gibt's jetzt schon. Die Bayern gewinnen 2:1 gegen Frankfurt. Dortmund strauchelt in Leipzig, verliert 1:4. Freiburg unterliegt Wolfsburg 1:2. Augsburg verliert zu Hause 0:3 gegen Bremen. Am Abend das Topspiel Leverkusen gegen Stuttgart, ausführlich im aktuellen Sportstudio. Und schon gestern Bochum-Hoffenheim 3:2. In der Tabelle haben die Bayern einen Champions-League-Platz sicher. Dahinter aktuell auf den Plätzen für die europäischen Wettbewerbe Stuttgart, Leipzig, jetzt 5 Punkte vor Dortmund, und Frankfurt. Auf der zweiten Hälfte schauen wir direkt nach ganz unten. Dort verlässt Bochum den Relegationsplatz mindestens für eine Nacht. Union, Mainz, Köln und Darmstadt spielen alle erst morgen. Verliert Darmstadt, stehen sie als erster Absteiger fest. Jetzt zur Ruder-EM nach Szeged in Ungarn, wo der Deutschlandachter der Männer die Silbermedaille gewonnen hat. Schneller war nur das Boot aus Großbritannien. Mit der Enttäuschung nach Platz 4 in einem Vorlauf kämpft der Deutschlandachter im Finale von Szeged und ist mit dem zurückgekehrten Schlagmann Hannes Utzig erfolgreich. Im letzten Streckendrittel scheint sogar ein Angriff auf die Briten möglich. Die verteidigen dann doch souverän ihren EM-Titel, Silber für den DRV, Rumänien auf Platz 3. Für den Deutschlandachter seit Olympiasilber in Tokio der erste Podestplatz bei einer internationalen Meisterschaft. Der Frauendoppelvierer gewinnt im Fotofinish mit Frankreich Bronze hinter den Britinnen und der Ukraine. Leichtathletin Gesa Felicitas Krause hat im ersten Rennen nach ihrer Babypause die Norm für die Olympischen Spiele in Paris geknackt. Beim Meeting in Suzhou, China, lief sie die 3000 Meter Hindernis in 9 Minuten 16:24 und damit knapp 7 Sekunden schneller als gefordert. Ja, und so schnell wie noch nie war Schwimmer Lukas Mertens bei den deutschen Schwimmmeisterschaften über die 200 Meter Freistilstrecke. Der Magdeburger schlug in Berlin als erster und in neuer persönlicher Bestzeit an. Er schwamm 1 Minute 44,14, 19 Hundertstel schneller als bislang. Damit hätte er bei Olympia in Tokio Gold gewonnen.
Und vorgestern hat er schon fast den Weltrekord über 400 Meter geknackt. Gut in Form. Freut sich auf Paris bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Dann vielen Dank, Katja. Wir haben zum Schluss viele orangene Bilder von einem Nationalfeiertag. Denn heute machen die Niederländer blau, wenn man so will. Schließlich feiern sie ihren König Willem-Alexander. Zum 57. Geburtstag bediente der seine Landsleute, unterstützt von Königin Maxima und den drei Prinzessinnen. Eine Jubelfeier veranstalteten auch tausende Amsterdamer, die auf den Grachten unterwegs waren. Das sieht wirklich feuchtfröhlich aus. Viel Sonne bringt die Frühlingswärme zurück. Mehr zum Wetter gibt es gleich mit Christa Orben. Das Heute-Journal mit Marietta Slomka können Sie ab 22.45 Uhr sehen und uns morgen wieder. Einen entspannten Samstagabend für Sie. Guten Abend. Viel Sonne und Frühlingswärme gab es heute vor allem im Osten und im Süden des Landes. Der Westen allerdings wird immer wieder von Tiefdruckausläufern gestreift. Diese Zweiteilung zieht sich auch noch etwas durch, zum Beispiel heute Nacht. Im Osten ist es gering bewölkt oder klar, im Westen gibt es viele Wolken. Die Schauer im Nordwesten ziehen aber schnell ab, während im Südwesten neuer Regen aufkommt. Die Temperaturen liegen unter den Wolken im zweistelligen Bereich um 13 Grad, sonst sinken sie auf 4 bis 9 Grad. Dann sind morgen in der Osthälfte Werte bis zu 25 Grad möglich in der Leipziger Tieflandsbucht. Im Südwesten sind dagegen kaum 16 Grad drin, denn hier gibt es vor allem vormittags auch noch zeitweise Regen. Ansonsten in der Westhälfte ein lebhafter, teils kräftiger Wind, im Nordwesten vor allem Nachmittagsschauer, die auch einzelne Gewitter mit dabei haben können, die kräftig ausfallen können. Ganz anders sieht es im Osten aus, da ist es locker bewölkt mit viel Sonne. Allerdings kommt hier auch die nächste Ladung Sahara-Staub an, die die Temperaturen und den sonnigen Eindruck dämpfen können. Und das gilt auch für die nächsten Tage. Aber bis zum 1. Mai hin sieht es vor allem in der Osthälfte nach Frühsommer aus. Im Westen steigt die Gewittergefahr. Und damit auf Wiedersehen.